Heute beschäftigen wir uns im Kontext der Verhaltensbiologie mit der Prägung. Dabei befinden wir uns auf dem primär erfahrungsbedingten und erlernten Gebiet des Verhaltens, bei dem vererbte Anteile eine, wenn überhaupt, stark untergeordnete Rolle spielen. Definieren wir zunächst den Begriff Prägung und erläutern diesen dann anhand von Beispielen. Bei einer Prägung handelt es sich um einen Lernprozess, welcher ausschließlich in einer sensiblen Phase möglich ist und dabei irreversibel ist. Die sensible Phase ist im Vergleich zur Gesamtlebensspanne des Organismus sehr kurz und befindet sich meist in der frühen Kindheit oder Adoleszenz, also während des Jugendalters. Man kann sich das so vorstellen, dass während dieser Zeit bestimmte neuronale Areale im Gehirn sehr stark empfänglich sind für Erfahrungen, die im zu prägenden Kontext gemacht werden und somit neuronale Verknüpfungen entstehen, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Daher ist die Prägung irreversibel. Auffallend ist weiterhin, dass in jeder Prägungsart eine Objektfixierung stattfindet, wobei dieses Objekt nach der Prägung als Schlüsselreiz gilt, welcher das während der Prägungsphase erlernte Verhalten auslöst. Mittlerweile sind unzählige Prägungsformen bekannt, drei davon sehen wir uns mal kurz an. Die Nahrungsprägung ist elementar für Raubtiere, wie beispielsweise dem Iltis. Dabei werden junge Iltisse auf ihr Beutetier geprägt, indem sie den Geruch der Beute erlernen. Die sensible Phase umfasst die Zeit, in denen die jungen Iltisse noch im Nest sind und beträgt wenige Wochen. Das Objekt, auf welches fixiert wird, sind die jeweiligen Beutetiere und irreversibel bedeutet hier, dass sie sich ihr restliches Leben an die Beutetierart erinnern werden und diese bejagen werden. Die Ortsprägung spielt eine wesentliche Rolle für Wandervögel und Laichwanderer wie Lachse und Aale. Hier wird, wie der Name schon vermuten lässt, der Ort ihrer Kindheit eingeprägt, sodass die Tiere auch Jahre später noch zurückfinden. Etwas komplexer ist da schon die Nachfolgeprägung. Diese findet sich zum Beispiel bei Graugänsen, die in der Natur ihrer Mutter folgen. Besonders ist bei dieser Prägungsform, dass die sensible Phase nur wenige Stunden nach der Geburt der Junggänse umfasst und sich auf das Objekt bezieht, welches sich in dieser kurzen Zeitspanne bei ihnen befindet und rhythmische Laute von sich gibt, was im Normalfall ja die Mutter sein wird. Eine weitere Besonderheit dieser Prägung ist, dass sie eben nicht irreversibel ist, sondern mit Eintritt der Geschlechtsreife erlischt. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich wie immer sehr über einen Daumen hoch sowie ein Abo freuen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, deine Streberfabrik.